Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. In jener Zeit hörte ich Ezechiel die Stimme eines Redenden. Er sagte zu mir: Menschensohn, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir redete, und er stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir abtrünnig wurden. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott der Herr. Sie aber mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Guten Tag, hier spricht Alfred Müller aus Dirmstein. Neulich im Auto fuhr hinter mir eine Autofahrerin, die den Blick mehr nach unten gerichtet hielt als auf die Straße. Sie war ganz in Anspruch genommen, nicht durch den Straßenverkehr, sondern durch ihr Smartphone. Neulich im Fahrbüro klingelte laufend das Telefon. Die Sekretärin war davon in Anspruch genommen. Sie hatte keine Zeit, mit mir etwas zu besprechen. Der Sohn oder die Tochter steht drängelnd neben der Mutter. Mama, jetzt erlaube doch, dass ich. Das Kind möchte eine Entscheidung, die Mutter aber hat gerade keine Zeit. Sie ist von anderen Dingen total in Anspruch genommen. Es passiert uns oft, dass wir in Anspruch genommen sind. Unsere Aufmerksamkeit ist dann belegt durch WhatsApps auf dem Smartphone, durch eine drängende Aufgabe, durch den Umstand, dass wir versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Es sind solche Situationen, die uns stressen. Man müsste, man sollte, man könnte gut zuhören und hat dafür doch überhaupt keine Zeit. In Anspruch genommen, das wird auch der Prophet Ezechiel. Gott hat ihn ausgewählt als sein Sprachrohr. Ezechiel soll sein Sprecher unter den Menschen sein. Wären wir an Ezechiels Stelle, wäre es für Gott wahrscheinlich schwer, unsere Aufmerksamkeit zu erringen. Wir schauen nach unten auf das Smartphone, schreiben die nächste Nachricht, haben eine Menge Termine im Kopf, sind körperlich da, aber geistig ganz woanders. Ezechiel lässt sich von Gott in Anspruch nehmen. Es wird nicht alles von Erfolg gekrönt sein, was er anpackt und tut, aber durch ihn, Ezechiel, wird sichtbar, dass es um mehr geht als um die nächste Erledigung, den nächsten Schritt in den vielfältigen Anforderungen des Alltags. Durch Ezechiel wird sichtbar und spürbar, dass Gott in der Welt anwesend ist. Gott will nicht den Menschen, der sich wegduckt, sondern einen, der aufrecht stehen kann und Haltung zeigt. Er will niemanden, der nur Ja und Amen sagt, sondern einen, der ihm Gesprächspartner ist. Ich will mit dir reden, Menschensohn. Gott ermutigt, Augen und Ohren zu öffnen und die Welt mit ihren Chancen und Grenzen wahrzunehmen. Und Gott sendet Menschen, damit sie sich einmischen und Stellung beziehen. Ezechiel ließ sich von Gott in Anspruch nehmen. Wovon lassen wir uns in Anspruch nehmen? Ist es die Arbeit, der Alltag? Sind es die Ansprüche unserer Mitmenschen? Oder sind wir auch streitbare Mitmenschen, die als Christen Verantwortung in der Welt übernehmen? Es ist egal, ob wir Ezechiel für einen großartigen Propheten halten oder nicht. Auf jeden Fall ist er eine Anfrage an uns. Lässt du dich in Anspruch nehmen? Und wenn ja, für was? Es ist eine Aufgabe für jeden von uns, das herauszufinden. So wollen wir beten. Gott, du hast den Propheten Ezechiel berufen, die Menschen wieder auf einen guten Kurs zu bringen. Sende auch uns immer wieder Menschen wie Ezechiel, die uns helfen, dir treu zu bleiben und auf deinen Wegen zu gehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So segne und behüte euch der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.